Runde 2 ist eröffnet. Kevin Wolter gegen Flying Uwe. Wir werden es jetzt gleich sehen. Wir gehen direkt ins Video rein. Meine Lieben, ich bin einfach nur krass gespannt, ob jetzt endlich irgendwie mal Beweise kommen. Irgendwas, was Hand und Fuß hat, wo man sagen kann, okay, Uwe, du hast keine Scheiße gelabert. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr nach dem Video schlauer seid oder ob ihr immer noch denkt, ja, Palaber. Weil man muss ja ehrlich sagen, die Videos vorher, Behauptung. Der eine sagt das, der andere sagt das, auch nur ich konnte mutmaßen. Aber heute wird das Hohe Gericht urteilen. Richter Alexander Gold wird sagen, was Wahrheit ist und was nicht. Und wir gehen direkt ins Video rein. Moin meine lieben Butzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wunderbar. Für die Leute, die nicht wissen, was passiert ist, beziehungsweise wofür dieses Video ist. Kevin Wolter hat sein neues Sponsor-Video rausgehauen, wo er meine Produkte zu Anfang schlecht redet. Dann habe ich ein Video dazu gemacht und meine wahre Geschichte dazu erzählt, wie eigentlich alles war. Dann hat er auch wieder mit einem anderen Video geantwortet. Somit war das Ganze Aussage gegen Aussage. Und das ist jetzt hier dann auch mein zweites Video dazu, um euch auch einfach zu zeigen, dass er klar lügt. In deinem Video kritisierst du die ganze Zeit unsere Qualität und dass wir leere Versprechungen gemacht haben und wir haben dich nirgendwo einbringen lassen in die ganzen Produkte. Sonntag 12 Uhr ist es endlich soweit. Mein absolutes Herzensprodukt kommt an den Start für euch. 2 Jahre Entwicklung hat es jetzt gedauert, bis wir dieses Produkt an den Markt bringen konnten. Und da sind sie, die Neosubs Immunsticks. Also da muss ich schon mal sagen, ne? Es ist echt gemein, es ist echt gemein. Influencer werden mich verstehen, man haut da Produkte raus und natürlich, er macht das mit Inbrunst. Er vermittelt diese Qualität und haut auch wirklich raus, dass er absolut überzeugt ist davon, ne? Wenn man sich nicht mit dem Produkt beschäftigt hat, muss ich sagen, und das soll jetzt nicht die ganze Zeit jetzt schon wieder nur negativ Kevin, aber es ist nun mal in dem Moment so, man muss sich, wenn man ein Produkt anpreist, darüber informieren. Und das mit dieser Inbrunst zu tun, ein Produkt so anzupreisen und letztlich nicht von der Qualität angetan zu sein, beziehungsweise sie sogar schlecht zu reden im Nachhinein, kritisch. Man muss natürlich sagen, wenn zum Schluss Fakten an den Tisch kommen, die er nicht wusste, das ist ja seine Behauptung. Er hat im ersten Video gesagt, er wusste zu dem Zeitpunkt, jetzt auch wahrscheinlich, wo er dieses Produkt anpreist, wusste er nicht, dass es Scheißqualität ist. Er hat es erst irgendwann erfahren. Gehen wir davon mal aus, dann ist Kevin noch nichts vorzuwerfen. Aber wir gucken mal weiter im Video. Die Neosubs Immunsticks sind weltweit einzigartig in ihrer Zusammensetzung. Neosubs und ich sind unglaublich stolz auf dieses tolle Produkt, Freunde. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Smilodogs, weil die auch echt cooles Zeug haben. Und mir wurde versprochen, dass ich auch eigene Ideen mit einbringen darf. Das heißt, vielleicht gibt es bald eine Smilodogs. Big Boys Linie, wer weiß. Sag nicht, warum Uwe das jetzt einspielt. Da macht für mich gerade wenig Sinn. Ist doch gut, spielt Kevin seine Ideen mit ein, wird ein Produkt entworfen, aber vielleicht macht er mich gleich schlauer. Interessant ist auch, du hast total die Opferrolle in deinem Antwortvideo übernommen und meinen Gutscheincode kritisiert. Leute, der Gutscheincode funktioniert immer noch. Wenn ihr euch selbst von meinen Produkten überzeugen lassen wollt, geht einfach mal in die Videobeschreibung, nutzt den Code UWE30 für 30% und bestellt. Du lügst, wenn du sagst, wo. Also die Aussage muss ich sagen, von Uwe gerade nochmal random reingehauen. Habe ich im letzten Video gesagt, finde ich nicht schlimm, wenn man Werbung für sein Produkt macht, safe. Aber was hat denn jetzt Kevin unbedingt, ja, das hätte man auch rauslassen können. So. Du wusstest über unsere Produktionsverhältnisse nicht Bescheid. Du hast die Produkte nachweislich mitgestaltet. Was sagst du zum Booster? Mal kurze Information, weil der Booster, wer hat den entwickelt? Ich habe das Rezept für den Booster wirklich schon, oder für den Pump-Booster auf jeden Fall schon wirklich jahrelang im Kopf gehabt. Und ich wollte schon immer mal irgendwas machen, was so wirklich ein bisschen übertrieben ist, aber übertrieben ist ja gerade geil. Und deswegen haben wir die genauso gemacht. Ich habe noch eine schöne Sache für euch. Und zwar da muss ich ganz kurz sagen, einfach angenockt. Angenockt. Also Kevin taumelt für mich in dem Moment, ein Produkt zu entwickeln und dann, ja, danach zu sagen, ja, ich habe nicht gewusst, was drin ist, ist schon mal ganz schwer, ganz schwer. Man muss es logisch nochmal betrachten, wenn man eine Qualität schlecht redet und das nur auf dem Standpunkt beruht, dass man sagt, okay, ich dachte, die Rohstoffe kommen aus Deutschland und das kamen sie denn nicht. Das ist ja so irgendwo sein Hintergrund. Also das ist das Einzige, was für mich rein von der Logik gerade noch funzt. Okay, er hat alles mitentwickelt, preist das so an, das heißt, er kennt alle Inhaltsstoffe.
da kann die Qualität nicht schlecht sein, aus seinen Augen. Zumindest kann er da seine Meinung nicht innerhalb kürzester Zeit ändern. Möglich für mich noch, okay, er hat irgendwann erfahren, es sind nicht aus Deutschland und dann ist für ihn auf einmal die Qualität kommt schlecht. Was ja nicht mal sein muss, ne? Nur weil es nicht aus Deutschland kommt, ist die Qualität nicht schlecht. Das geht nicht automatisch mit einher. Schauen wir weiter. Hat der Vorverkauf für die Booster gestartet? Da oben unseren geilen Pump-Booster und unseren geilen Focus-Booster, die ich selber persönlich entwickelt habe für euch. Und auf der Was beim Produzenten? Hier seht ihr nochmal die Flugtickets zum Produzenten und auch unseren Aufenthalt, was Anfang 2019 war. Hast du dich etwa nicht richtig informiert oder was? Also Kevin wusste über unsere guten Produktionsstandards und Produktionsstätten vollumfänglich Bescheid. Er wusste bei dem Booster über die Produktionsstätten Bescheid, deshalb der eben von mir benannte Grund, wegen dem des Herkunftslandes, ist die Qualität nicht gut, fällt bei diesem Produkt weg. Er wusste alles. Sage ich schon mal, komplett jetzt alle Produkte von Uwe über einen Haufen zu scheren und sagen, schlechte Qualität, ist schon mal sehr schlecht. Muss ich sagen, lieber Kevin, tut mir leid, aber das ist da nicht richtig. Dann kann man so eine Aussage in seinem Video nicht so allgemein formulieren, das ist unfair. Allerdings könnte es ja auch sein, dass er bei allen anderen Produkten nicht wusste, wo sie herkommen und da vor den Kopf gestoßen wurde. Deshalb diese Aussage noch nicht ganz der komplette Knockout. Vielleicht der technische K.O. gerade, aber gucken wir mal weiter. Dann sagst du in deinem Video, dass wir keinen neuen Vertrag vereinbart haben bzw. nichts ausgehandelt haben. Oben kommen wir zum ersten Thema. Und zwar, ich habe einen laufenden Vertrag. Ich habe keinen laufenden Vertrag. Ja klar, wir haben uns hingesetzt letztes Jahr und haben Vertragsverhandlungen gehalten. Aber es gab in keinster Linie irgendeine feste Zusage von meiner Seite aus, dass wir es zu den und den Konditionen machen. Stellst mir aber trotzdem für Januar, Februar und März eine Rechnung? Warst sogar noch im Januar hier? Hast im Hotel übernachtet? Wir haben dir alles bezahlt, inklusive Essen und was da nicht zugehört? Also eine Rechnung stelle ich nur, wenn ich einen Vertrag habe. Wenn alles fix ist, dann stelle ich keine Rechnung. Da muss man einfach sagen, Kevin, du hast Scheiße gelabert. Man muss es auf den Punkt bringen, Kevin, du hast Scheiße gelabert, ist nicht in Ordnung. Wir haben auch sogar noch mal telefoniert. Kevin und ich haben auch noch mit Uwe noch mal telefoniert nach meinem Video, was ich rausgebracht habe. Kevin war natürlich über mein Video nicht begeistert, hat mir auch noch mal am Telefon versichert, dass sie keinen Vertrag hatten. Ist uncool. Kann ich nichts anderes zu sagen. Du sagst auch in deinem Video, dass du dein Mann stehst und dass wir über den Vertrag geredet haben, aber nichts fix gemacht haben. Kevin, wir haben uns die Hand drauf gegeben. Wir haben dein Fixum ausgehandelt. Das war eine emotionale Geschichte. Danach haben wir uns umarmt. Meine Geschäftspartner waren noch auch dabei. Und an dem gleichen Tag habe ich sogar noch einen Vlog gemacht. So Leute, es war ein sehr langer Tag. Sehr schönes Essen dabei gewesen. Wir hatten Spaß am Set, Spaß bei der Arbeit, ist sowieso ganz wichtig. Muss ich sagen, finde ich traurig, das zu sehen, ohne jetzt Uwe als komplettes Opfer darzustellen. Aber von den Sachen, die er geschildert hat, ist er für mich das Opfer. Und es steht für mich rein auf Papier, gerade so. Also ein paar Sachen kann man gerade nicht von der Hand weisen. Und dann sieht man das selber, guck mal, wie glücklich er gerade ist. So, ich bin emotionaler Mensch, ich flash mich da denn rein. Ja, und im Nachhinein passiert sowas traurig. Dann hatten wir noch eine Verhandlung bis ca. 24 Uhr. Aber auch darum kümmern sich meine Anwälte. Hast Dreharbeiten gehabt? Für die neuen Neo-Subs-Produkte, die zukünftig im Shop erhältlich sind. Wenn ihr gerade auf der Suche nach qualitativen Supplementen seid, ich stelle euch heute mal meine Lieblingsalternative zu normalen Süßigkeiten vor. Mit unter einem Gramm Zucker pro Portion. Nicht nur das haben wir, sondern wir haben noch vieles anderes. Und 9 Tage später unterschreibst du einen Vertrag bei einem anderen Sponsor. Du kritisierst die ganze Zeit die Qualität meiner Produkte, weil sie made in EU sind, wo sie hergestellt werden, sagt aber nichts über die Qualität aus. Nur zum Klarstellen, andere Marken bestellen auch ihre Rohstoffe aus aller Welt, lassen es in Deutschland abfüllen. Und dann steht auf den Produkten drauf, made in Germany. Ja, da hat er auch recht. Es gibt auch bei Montagegeschichten, lässt du aus China kommen, montieren in Deutschland, ist dann made in Germany. Hat Uwe auch schon recht mit seiner Aussage, so nur weil es aus Europa kommt, ist die Qualität nicht schlecht. Hat er vollkommen recht. Ich verstehe die Aussage von Kevin dann nicht mehr so ganz, dass er sagt, er hat erfahren, sie kommen nicht aus Deutschland, hat sich darauf aufgespielt, laut seinen Aussagen. Was soll man dazu sagen? Also, es ist für mich trotzdem immer noch kein Verbrechen. Es steht ja auch auf den Produkten drauf, made in EU. Was ist daran so schlimm? Verstehe ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Warum produziere ich denn eigentlich in der EU? Ganz einfach, ich möchte meine Produktionspalette extremst erweitern, beziehungsweise ist sie jetzt schon gut erweitert, aber ich möchte natürlich noch viel, viel größer werden. Denn jeder Produzent ist immer irgendwie sein eigener Experte. Der eine Produzent ist voll auf Kapseln spezialisiert, Produkte in Flüssigform, Proteinaufstrich. Und deswegen kann ich nicht nur mit einem Produzenten in einem Land arbeiten. Das funktioniert nicht. Ich muss an der Stelle sagen, ich weiß nicht mehr genau, ob es wirklich
wirklich das war, wo Kevin sich drüber aufgeregt hat. Ob es das war, dass er in der EU produziert hat oder dass es wirklich ein Irrtum gab, dass drauf stand, Germany, aber es EU war. So, ich glaube, Kevin hatte sich nicht 100% darüber aufgeregt, dass es halt im Ausland war, sondern dass was Falsches auf der Packung stand. Aber vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Falls das nicht der Fall war und Kevin sich einfach nur darüber aufgeregt hat, dass es aus der EU kommt, gebe ich Uwe recht, muss ja nicht schlecht sein. Das sind jetzt hier Produkte, die sind zum Beispiel alle aus Deutschland. Alles made in Germany. Aber trotzdem haben wir hier draufstehen, made in EU. Oder auch hier mit unserer Balance Box. Hier ist ein Booster aus der EU drinne. Aber auch ein Sleep Powder aus Deutschland. Und deswegen made in EU. Thema Drachenlord. Du sagtest in deinem Video... Das war nicht das Problem, Uwe. Das war nicht das Problem, meine ich. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das nicht stimmt. Das war eben nicht das Problem. Das Problem war, dass Deutschland drauf stand, es aber nicht aus Deutschland kam. Vielleicht falsch verstanden von mir, sonst gebe ich da in dem Punkt Uwe recht. Smilodogs Werbung machen solltest, dass du Neosubs Werbung machen solltest und dass wir gesagt haben, du sollst Drachenlord die Neosubs Produkte zum Abnehmen geben und die Smilodogs Klamotten. Dann kommen wir gleich mal zum Thema Drachenlord. Beim Thema Drachenlord habt ihr mich noch bestärkt und meinte, ja, das könnte medienwirksam total nach vorne gehen und auch die Firmen nach vorne schieben. Nimm doch mal ein paar Klamotten, Produkte mit für den Rainer und bring die dir mit. Gemacht, getan. Kevin, du kennst mich doch. Ich achte immer darauf, dass unsere Influencer auch fleißig unsere Klamotten tragen. Kannst du dich noch an dein Beichtenvideo erinnern? Ich hatte gleichzeitig an dem Tag gevloggt und du hattest in meinem Vlog wieder dein Adidas-T-Shirt an. Das Interview, das ehrlichste Interview, die Beichte sein... Da teasert er nochmal seine Beichte und jetzt achtet mal, er hat jetzt hier schon wieder ein Adidas-Shirt an. Und weil ich da halt immer drauf achte, habe ich zu ihm gesagt, bitte wechsel dein Shirt. Wenn man auf den Gannikus-Beitrag guckt, hat er plötzlich ein Smilodogs-Shirt an, weil ich ihm wieder einmal drauf hingewiesen habe. Da kann man sehen, Smilodogs. Ich habe auch mein Smilodogs-Shirt an, was ich aber auch schon den ganzen Tag dort anhatte. Da seht ihr das mit den Blumen und so weiter. Was man halt hier auch wieder erkennen kann. Und in einem Beichten-Video haben wir darüber gesprochen, beziehungsweise habe ich auch erzählt, dass ich dich wieder daran erinnern musste, dass du wieder ein Smilodogs T-Shirt trägst. Sagen wir es so, es kann ein dämlicher Zufall sein, immer noch, dass er zufällig ein anderes T-Shirt anhat, aber das ist Uwe, das ist so, er achtet darauf, dass die Athleten seine Produkte anhaben, das kenne ich so, das ist einfach Fakt, macht natürlich auch Sinn beim Smilodogs Video, kann keiner abstreiten. Es gehört viel Fantasie jetzt dazu, irgendwie Kevin in diesem Punkt jetzt noch zu glauben. Oder Businessman hier von Smilodogs News Hubs raushängen lässt, dass deine Fans teilweise dadurch abgeschreckt sind. Nö, ich denke mal, ich bin so eher der lockere Typ. So. Also gehe ich jetzt selber von aus. Oder ich bin auch so, klar sag ich zu dir, ey Digga, zieh mal, so wie eben jetzt, ne? Muss man mal ganz kurz hier sagen. Hab ich zu dir, zieh mal ein anderes Shirt an, bla, so. Aber sonst, denke ich mal, lasse ich nicht den Chef raushängen. Also hätte ich angeblich es so doll gewollt, dass du auch beim Drachenlord voll die dicke Promotion für uns machst. Das heißt, ich würde dir doch dann sagen, zieh bitte auch ein Smilodogs-Shirt an oder wenigstens einen coolen Anzug, weil du hast ja gesagt, dass wir gesagt haben, oh, es kommt voll groß in die Presse, könnte hier große Aufmerksamkeit generieren. Dann hätte ich doch auch zu dir gesagt und dich darauf hingewiesen, Kevin, bitte zieh unsere Sachen an. Hundertprozentig. Also so durchdacht ist Flying Uwe zu 100% und wer ihn annähernd kennt, weiß das. Da hätte er ihn mit Sicherheit darauf hingewiesen. Kevin, bitte übergib ihn unsere Klamotten oder unsere Supplements. Aber das haben wir dir alles strikt verboten, weil wir nicht wollen, dass du unsere Unternehmen schädigst. Gemacht, getan. Letztendlich hast du durch dein eigenes Handeln mit dem Drachenlord-Thema uns einen erheblichen Schaden hinzugefügt. Wir haben jetzt die ultraschlechte Trustpilot-Bewertung für unsere Firmen. Auch die Google-Bewertungen sind wegen dir jetzt ganz unten. Aber unsere Anwälte kümmern sich drum und wir kommen damit schon klar. Und Kevin, es glaubt dir doch jetzt kein Mensch, dass du bei deinem jetzigen neuen Sponsor viel weniger verdienst. Vermische Smilodogs nicht mit Neosubs. Smilodogs ist eine Textilfirma und Neosubs eine Supplementsfirma. Das waren separate Verträge. Okay, fühle ich. Das ist unter Umständen so eine Scheinlüge gewesen. Er erzählt die Dinger von Smilodogs und so mit dazu, wo er dann ja auch mit rausgeht und sagt, ich verdiene jetzt weniger. Er hätte ja beim guten Auseinandergehen für Smilodogs auch weiter Werbung machen können. Kein Problem. Also das ist Fakt, das kann man so machen. Also wenn beide einverstanden sind. Kannst du haben, dass bei Neosubs er weniger verdient hat als jetzt bei ESN? Klar, im Endeffekt macht Kevin zum Schluss unterm Strich weniger, aber nicht für die Supplement-Firma. Okay, also in dem Punkt muss ich sagen, muss ich ein bisschen Kevin auch zur Seite stehen. Vertragsbruch ist immer noch Vertragsbruch, das war sich dasselbe einzubrocken, denn bei einer normalen Vertragsbeendigung hätte er für Smilodogs auch noch mit Werbung machen können. Wenn er weiß, er geht zu ESN und angenommen, es war wirklich der Vorwand, ich möchte das Beste liefern,
opfert er in dem Moment durch seinen Vertragsbruch auch den Smile-Dogs-Deal, womit er weiß, er verdient aufs Ganze gesehen weniger. Deshalb zählt für mich da irgendwo das Argument auch, wenn das Ganze vor wahr war, wo wir jetzt ziemlich detailliert eigentlich gehört haben, dass dieses Ganze mit Qualität und so schon ziemlich weit hergeholt ist. Ja, aber in dem Punkt gebe ich so ein bisschen Kevin recht, aber durch die Vorgeschichte wiederum macht das alles trotzdem keinen Sinn. Ihr könnt erkennen, was hier gespielt wird. Meine Anwälte werden natürlich auch noch ein Wörtchen mitreden. Hier geht es mir rein um den Schutz meiner Unternehmen, meiner Mitarbeiter, meiner Kunden, meiner Produkte, in dem wir sehr viel Herzblut und Entwicklungsarbeit gesteckt haben, die du jetzt angreifst, weil du es als Rechtfertigung für deinen neuen Sponsor brauchst. Ich habe auf jeden Fall keine Zeit und Lust, mich weiter mit deinen Lügen und mit dir als V-Mann auseinanderzusetzen. Und jeder, der mich kennt, weiß ganz genau, dass mir das Ganze hier keinen Spaß macht. Ich möchte niemanden verletzen und vor allem öffentlich auch gar nicht fertig machen. Ich kann dir auf jeden Fall eins sagen, Kevin, ich wünsche dir überhaupt nichts Schlechtes. Wir hatten eine schöne Zeit. Aber wenn du weiterhin mein Unternehmen angreifst und mich hintergehst, wirst du auf jeden Fall richtig Ärger mit mir bekommen. Also zusammenfassen jetzt nochmal. Kevin begeht Vertragsbruch. Das haben wir schwarz auf weiß gehabt, das ist so. Also schon mal ein ziemlicher Arscherhuf, kann man nicht anders sagen. Er redet die Produkte schlecht, verallgemeinert alles. Kann er auch nicht machen, weil nach wie vor manche Produkte hat er mitentwickelt, wusste, wo das herkommt, war beim Produzenten. Also absolut mies, da komplett alle Produkte über den Haufen zu scheren. Vielleicht hat er ein paar Produkte, was Uwe natürlich so jetzt auch nicht gesagt hat, wo er unter Umständen mutmaßlich berechtigt sagt, die Qualität ist nicht in Ordnung, das vielleicht auch vorher bemängelt hat. Das können wir hier immer noch nicht bezeugen. So, das steht im Raume, dass er gegangen ist wegen dem Geld. Ja, aufs Große und Ganze gesehen hat er irgendwo was geopfert, weil für ihn besteht der Gesamtdeal, wie vorhin erwähnt, wenn er geht, weiß er, ihm fällt das komplette Geld weg. Und wenn er geht, weil die Qualität drüben besser ist, könnte man es als edler Samariter-Move bezeichnen. Aber wiederum, all das, was vorkommt, wo wir wissen, er hat gelogen. Er hat mit einem Vertrag gelogen, er hat mit Drachenlord gelogen. Das auch noch. Da hat er gelogen, das ist für mich Fakt. Er hat auch bei der Qualität der Produkte gelogen. Also um in diesen Samariter-Move zuzuschreiben, müsste man jetzt ziemlich viel, müsste man schon ziemlich positiv Kevin gegenüber sein, um in diesem kleinen Bereich jetzt auch noch zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich edel gewesen und du sprichst die Wahrheit. Das kann man, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Ich kann in diesen Teilbereich nicht mehr zusprechen. Für mich ist das Gesamtkonzept jetzt, wer weiß, wie Kevin antwortet. Ich hoffe, Kevin antwortet nochmal. Vielleicht kommen ja auch irgendwelche Beweise. Aber Stand jetzt hat Uwe ihn für mich auseinandergenommen. Vorzeitiger Knockout. Der Kampfrichter zählt vielleicht noch 10 Sekunden an und es kommt ein Video von Kevin und er kann sich verteidigen. Aber für mich sehen die Karten schlecht aus. Leute, vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wir sind gespannt auf Kevin.